Glück gehabt, denn ich habe 3 Frauen gezogen als nächste Behandlung. Ne, manchmal muss man Glück haben hier im Leben. Wir machen einmal Nase-Kinn bei der Lice. Ich habe gerade schon nachgefragt, es ist ein Lias, oder? Wie war das? Lias? Lais. Lais, oh, Entschuldigung. Alles gut. Ein französischer Name. Die Kamera gebe ich einmal ab, dann kann ich mich nämlich ein bisschen auf die Lais konzentrieren. Aber mein Nachname ist viel schwieriger. Ich heiße nämlich Höveldorp mit Nachnamen. Und immer wenn ich Pizza bestelle, nehme ich nix Nachnamen. Ja. Weil sonst kommt das nicht an. Keine Chance. Oder ich muss gut heiraten. Die Damen mit einem schönen Nachnamen dürfen jetzt mal in die Kommentare schreiben, wer das ist. Und vielleicht suche ich eine von euch aus, damit ich endlich mal in Ruhe Pizza bestellen kann. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 20. 20. Wie lange verfolgst du uns? Meine Freundin, die war schon ganz, ganz früher, schon so vor 3 Jahren oder so mal bei euch. Ja. Und seitdem, also ich will auch schon meine Nase machen, seitdem ich 16 bin. Mhm. Und da war ich schon die ganze Zeit am Überlegen. Ich finde das so krass teilweise. Für mich ist das so surreal. Ich habe vor 5 Jahren mit Unterspritzung angefangen in der kieferorthopädischen Praxis meiner Mama. Und teilweise habe ich Patienten, die dann volljährig geworden sind, die hier hinkommen und die mir sagen, ich folge dir jetzt schon seit 4, 5 Jahren und die haben mir dann gefolgt, seitdem die 14 waren oder 15. Mhm. Das ist schon wirklich noch sehr, sehr jung oder in deinem Alter 16. Das zeigt aber auch irgendwie, wie man sich in jungen Jahren schon mit seinem Äußerlichen eigentlich auseinandersetzt. Ja. Und was das für einen ausmacht. Auf jeden Fall. Ne? Dann machen wir dir jetzt heute mal eine richtig, richtig schöne Veränderung. Ja. Ich kann euch auch einmal zeigen, wie sowas aussehen wird. Und dann könnt ihr mal sehen, wie nah und akkurat wir wirklich nachher dran sind an den Ergebnissen. Ist das Seitenprofil, wo wir aktuell sind. Wir werden das Kinn nach vorne holen, ein bisschen so in die Richtung. Und wir werden die Nase oben reinmachen und die Nasenspitze ein bisschen anheben, sodass wir in Gänze von dem dahin kommen. Ne, das ist ein sehr realistisches Ergebnis. Da wird deinem Gesicht wirklich ordentlich schmeicheln. Ich fange mit deiner Nase an. Mhm. Okay? Ja. Geht's mal los. Kleiner Stich, piekst, los. So sieht man, dass schon mit einem kleinen Stich oben die Nase schon sehr stark begradigt ist. Ein weiterer kleiner Stich. Wichtig ist und die Kunst, dass man auch schön Stirn-Nasenwinkel beibehält. Denn es soll nicht so aussehen, als kommt deine Nase nachher aus der Stirn. Jetzt hebe ich dir einmal die Nasenspitze an. Das heißt, ich taste mich immer vor, zurück an beiden Seiten. Der zwickt einmal, okay? Ja. Jetzt suche ich mir einmal die perfekte Nasenspitze raus. Sie liegt ungefähr hier. Was gibt's da? 1 von 10? 10. 10, ja, so soll es sein. Verarscht. Sieht wirklich hammer aus. Das wird sich super angleichen, das wird gut ins Gewebe übergehen. Ich will ja nie arrogant sein, aber ich muss einfach sagen, wir sind die Besten in Deutschland. Das macht uns keiner nach. Mund ganz leicht auf, piekst. Skala 1 bis 10, was sind da die Schmerzen? 5 oder 4. Wird die Jawline auch noch gemacht heute? Mm-mm. Das braucht die Lice nicht. Oh, ich habe schon wieder Lice gesagt. Ich werde so gehatet nachher. Ist der Doc doof, der kann ich den Namen nicht. Mega schöne V-Form. Das läuft ganz fein und edel zusammen. So hatte ich versprochen, wird es aussehen. Und guck mal bitte, wo wir sind. Liefern wir nicht 1:1 zu 100%? Ist das geil? Da kommen wir her. Da wollten wir hin. Da sind wir. Das ist schon geil. Das heißt, wir können vorab schon immer einmal sagen, wo es hingeht und wie es nachher aussehen wird. Das habe ich dir versprochen. So siehst du jetzt aus. Oh mein Gott, voll krass. Weißt du doch gar nicht. Bist du bereit? Ja, krass. Richtig schön aus. Ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Hier ist es richtig schön. Eine gerade Nase. Die ist sogar stupsig. Siehst du das? Ja, voll schön. Ja, so schnell geht's. Männer sehen dich häufig so, weil sie größer sind. Mhm. Und siehst du, wie geil diese V-Form ist vom Kinn? Ja. Was dieses Kinn ausmacht, dass es einfach so schön, ganz edel zusammenläuft. Die Nase perfekt gerade und schmal gehalten. Das ist echt richtig schön. Was sagt ihr? Sieht sehr schön aus. Haben wir geliefert, ne? Nehmt ihr eure Freundin so mit nach Hause? Ja. Ich habe es mir schon mal vorgestellt.